Kommen zum letzten Level von Weltblume, nämlich Bosse im fliegenden Wechsel. Und schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Und wir müssen hier scheinbar 5 Bosse besiegen, okay. Und es geht los mit dem kleinen metallischen Kästchen, okay. Schön. Der ist eigentlich auch nicht wirklich schwer, sagen wir es mal so. Eigentlich wirklich einfach. Juhu. Also, da sollte nicht allzu viel falsch... Oh, Mist. Falsch machbar sein. Jetzt habe ich mich doch treffen lassen. Naja. Nicht schlimm. Ja, komm, jetzt beeil dich. Bom. Und das war's. Wir haben scheinbar 500 Sekunden Zeit, um alle Bosse zu besiegen. Und das wird ja wohl ausreichen, oder? Ich weiß ja nicht, aber... Ja, genau. Und dann kriegen wir für jede Box einen Schlüssel. Und jetzt hier, Pam-Pam oder Bum-Bum? Pam-Pam, okay. Ich frage mich ja mal, wie es mit den Sternen aussieht. Weil die gibt's ja auch. Erster Treffer schon mal kein Problem. Das ist natürlich die Frage, ob es so weitergeht. Ich nehme einfach mal die Katzenglocke, ich hier dann doch noch abbreck. Du, machen wir es lieber so. Bam. Und damit bist du besiegt. Hier kriegt man auch keinen Stern. Ich lasse mir hier auch nicht zu viel Zeit, weil ich ja nur relativ wenig Zeit habe eben. Genau. Und Fun. Zischel und Fanfrau. Zischel schlägt zurück. Ich weiß gar nicht, wie das dann heißt. Fanfrau oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Frau mit seinem Mann. Ja, sind beide eigentlich auch nicht wirklich schwer. Vielleicht sogar die zeitintensivsten Bosse. In dem Spiel. Könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass die das sind. Ah je. Jetzt müsste man sich natürlich noch ein... Nee, ich will keinen Feuerball. Müsste man sich natürlich noch ein klein wenig anstrengen. Ja, okay. Dudu. So. Ach, Mist. Bam. Schön. Ja. Geht wirklich hoch her hier. Und ich finde die Idee auch so gut mit dem Level, sage ich einfach mal so, dass man alle Bosse nochmal in ein letztes, na, hoffentlich nicht letztes Level packt, aber vielleicht dann eben doch ein letztes Level. Und Herr Zischel ist schon mal besiegt, das ist gut. Nur noch seine Frau, und die ist ja nicht wirklich allzu schwer. Oh, eine Katzenglocke. Na toll, die ich natürlich nicht gekriegt habe. Naja, aber ein Leben hat es ja wohl noch, und da kriege ich dann bestimmt noch eine. Ja, eine fürs Inventar würde ich schon gerne noch haben. Die sind immer dann recht hilfreich. Vor allem, weil wir noch 2 Bosse dann außer den beiden noch machen müssen. Das hast du dir wohl so gedacht. Bam. Und das war's auch. Okay. Und es gibt einen Stern, okay. Aber der zweite. Scheinbar so, dass man bei ausgewählten Bossen Sterne kriegt. Okay. Und hier jetzt gibt es bestimmt Bum-Bum, oder? Ja, ich kenne euch doch. Ich kenne euch doch. Bam. Und schön mit dieser Saldo-Vorwärts-Tuk-Tuk, wo ich das letzte Mal rausgefunden habe, wie die geht. Dafür müsst ihr einfach ZR. Wer es noch nicht weiß, ZR. Dann Y und dann B in der Reihenfolge drücken. Und dann kommt das dabei heraus. Das wird zwar nicht, ist auch nicht wirklich hilfreich, aber man kann es ja mal probieren. So, ich denke mal, für den gibt es keinen Stern. Ja, so ist es auch. Es gibt noch 2 Bosse. Einmal Blubario und dann der Stein. Na okay, also kommt Blubario gar nicht dran, okay. Nein, schade, der war zwar jetzt auch nicht so der schwerste, aber... War immerhin mal was Neues, wo man sagen kann, das gab's so noch nicht. Bei dem hier natürlich auch nicht. Aber, ja, na dann gibt's Blubario eben nicht. Der war eh nicht so schwer.
Muss man ganz ehrlich so zugeben, wie es ist, der war eh nicht schwer. So. Na, noch ein Leben hat er. Dann nehme ich hier an der Stelle mal die Katzenglocke freundlich entgegen. Und aufpassen, dass der... Ja, okay. Genau, das meine ich. Bam. Schön. Ging auch relativ schnell und wir haben sogar noch genug Zeit gehabt. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass wir es wegen der Zeit nicht schaffen. Okay. So. Aber wo ist jetzt der letzte Grünstern? Das ist die nächste Frage. Ne, hier unten werden sie den nie hingepackt haben. Ach so, man kämpft noch gegen Boss Blubario und die Zeit geht aus. So ein Mist. So ein Mist. Wir haben nur noch 100 Sekunden Zeit für Boss Blubario. Und dann haben wir eine Doppelkirsche. Das wird jetzt auch schwer sein, weil der ja immer länger springt. Okay. Das war schon mal gut. Kann man hier entgegenlaufen? Okay. So, noch einmal muss er springen und dann haben wir eine 60 Sekunden knapp noch. Uah. Komm schon. Ja! So, das war's jetzt aber, oder? Yay. Und die Zielflagge. Ich finde den Move so geil. Okay, einen Katzen-Mario brauchen wir eigentlich gar nicht, aber... Naja, haben wir eben beide. Bom. Und jetzt kommt bestimmt wieder Chiller-Musik. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Weltblume ist hier an dem Moment zu Ende. Haben wir das Spiel jetzt zu 100% geschafft? Oder kommt jetzt noch was? Der 342. Stern wird uns auf jeden Fall in die Tasche geschoben und nun steht hier die letzte Welt offen. Okay, also uns wird zum einen gesagt, dass es noch eine Welt gibt, aber zum anderen auch, dass das dann wirklich die endgültig letzte Welt ist und es wurde eine Rakete geformt. Dann steigen wir doch schnell mal in die hinein. Und wohin gelangen wir? Oh, Gold. Schöne Musik. Weltkrone. Was erwartet uns denn hier? Ein Feenhaus. Das würde schon mal erklären, wo einer der 8 Stempel dann ist. Okay. Es ist ein Pixel Mario. Schön. Du. So, dann haben wir noch ein Rätselhaus. Ich würde sagen, das machen wir auch. Na, oder fangen wir erstmal mit dem Toad-Level an. Waha. Captain Toads feuriges Finale. Oh, da ist sogar ein Stempel in einem Toad-Level. Okay. Und das scheint diesmal wirklich knifflig zu sein. Erstmal überlegen. Hier unten ist einer, aber da kann man nicht so leicht ran. Wenn man es fallen lassen, schon. Und es steigt ja immer mit der Lava. Also kann man hier einfach warten, bis das wieder oben ist. Dann hätten wir schon mal den ersten. Okay. Systematisch vorgehen. Das wird das hier das Beste sein. So. So, jetzt schnell. Okay, das war echt knapp. So. Der blöden Feuerpiranha aus dem Weg gehen. Da ist einer. Oh, hier hat man wirklich übel wenig Zeit. Und... Na, immerhin 2 haben wir schon mal und wir haben uns gar nicht so blöd angestellt. Das ist ja auch schon mal schön. So, ich muss hier mal kurz ins Mikro blasen, dass wir weiterkommen. Jetzt steht uns hier der Weg offen. Ach, scheiße, jetzt habe ich zu spät geblasen. Okay, das hört sich irgendwie pervers an. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Nicht das Perverse, sondern das... Eben nicht das Perverse. Ja. Ihr habt eh alle pervers gedacht, ich kenne euch doch. So. Du. Ja, jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen. Das scheint wirklich... Ach nein, jetzt sind wir auch noch klein wegen der dummen Piranha.
aber wir sterben ja so oder so, wenn wir, sag ich mal, von der Lava getroffen werden. Okay, mit dem Gamepad können wir uns wie immer auch, können wir auch die Kamera steuern. Pilz gibt's auch nicht. Ah, Mist. Oh ne, das war zu spät, oder? Scheiße, so jetzt komm schon schnell. Okay. Ah, die nervt tatsächlich etwas mehr als gedacht, die dumme Piranha-Pflanze. Ah, wird schwer. Okay, das war gut. Ich muss jetzt hier mal wirklich aufhören zu sprechen, dass ich rechtzeitig ins Mikro blasen kann. Nur ins Mikro blasen, nicht mehr. Okay, das war gut. Jetzt haben wir's. Okay, jetzt sinken sich die Dinge mal bitte wieder ab. Und Scheiße. Ja, komm schon, das ist unfair. Mann. Dann schneide ich euch das rein, wenn wir mal wieder dort sind. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Diesmal... Oh Mist. Hoffentlich erfolgreich. Oh je. So. So. Jetzt schnell, komm schon runter. Nein! Das Dumme ist, du kannst hier nirgends verschnaufen. Ja, wie soll man denn hier weiterkommen? Ich kann die ja nicht besiegen oder so. Hä? Nee, ernsthaft, wie soll man die besiegen? Ach so, okay. Also da kommt man schon mal da hoch. Jetzt muss ich nur noch die ganze Zeit ausweichen. Das wird schwer. Wenigstens ist man hier mal kurz sicher. So, da fällt man dann bestimmt wieder da runter. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, nee, da fällt man genau auf die Piranha. Oder? Ja. Okay. Ach, das war's schon. Ach so, okay. Oh, puh. Das Tothaus... Tothaus. Todlevel war doch schwierig. Also da, Hut ab. Und man erhält Captain Toad. Wie schön. Kapitän Toad, Kapitän Toad. So. 347. Und wunderschöne Mario Galaxy 2 Musik. Würde ich sagen, gehen wir mal ins, ins Rätselhaus. Ja, nee, ist klar, genau. Marathon im Rätselhaus, wenigstens dein Name ist passend. Dankeschön. Marathon im Rätselhaus, nur passt. Aber so... So richtig... Nichts gekifft ist bei euch auch nicht, oder? Ah nein, jetzt habe ich auch noch... Also wir machen so jedes Mal, wenn ich hier fehle, dann schneide ich euch, bis wir wieder bei dem Stern sind. So machen wir es. Du. Je. Okay. Na, bis jetzt läuft's ja noch. Okay, hier ist auch klar, was man machen muss. Wenn ich es denn bitte schaffen würde. Ach, toll. Na gut, jetzt hier so am Anfang muss ich euch noch nicht schneiden, aber dann halt später. Hier stehen sogar 5 Feen, die uns anfeuern. Los, du schaffst es. Schön wär's. So. Hier haben wir schon mal den ersten. Ich denke mal, klein haben wir eh keine große Chance, aber vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Pilz und die Entwickler sind so gnädig und geben einem den Pilz. So, hier mal. Das ist das letzte Mal nicht geschafft, aber auch nur, weil die erst immer ein Stück brauchen, immer die... Ja, das dumme 3D... Nur auf zu. Hm.
Ja, ich denke mal, so kommen wir auch nicht sehr weit. Obwohl, ich meine, wir sind noch groß. Hat ja auch was. Sprung. Sprung. Drüber. Okay. Jetzt wird's ernst. Los, diesmal schaffen wir's. Ja, hallo, ich bin eindeutig draufgesprungen. So. Okay. Dankeschön. Ah, hier Fackeln anzünden, oder? Ja. Oh je. Okay. Und wir haben sogar eine Feuerblume. Es könnte ja vielleicht doch noch was werden. Wir hatten eine Feuerblume. Es hätte ja vielleicht noch was werden können. Nee, den Großmachpilz will ich nicht verlieren. So, jetzt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja. Wo ist der nur? Ja, jetzt mach doch. Hallo? Da ist er. Ja! Ich hab nur noch. Ist jetzt irgendwo ein Power-Up drin? Komm schon, Power-Up. Ach, Mario, dein dummes Gespringen hätte uns fast den Kopf gekostet und nein. Freundlicherweise ist hier natürlich kein Power-Up drin. Oh, die Kleinen sind blöd. Komm schon. Oh ja, natürlich. War ja klar. Juhu. Oh Gott. Das wird ja auch... Kann ja lustig werden. Komm schon, der hätte treffen können. Komm schon. Ja. Was soll ich denn machen? Okay. Also dann, bis gleich. Oh, nein, Mist. Ja, hier sind wir wieder. Und das wird sowieso total lustig dann vom Schneiden her, so. Jetzt müssten wir wieder auf dem Stand der Dinge sein, genau. So, bam. Ja. Gut. Bin ich mal gespannt, wie lange das hält und du bist doch bestimmt das einzig richtige... Nein, stell's hin. Toll, das wird sowieso nix. Ja, super. So, hier sind wir. Scheiß drauf. Es geht da rauf. So, okay. So. Ja, 9 von 30 oder wie vielen? Schnell hoch. Okay, der Stand ist geschenkt. Mal kurz durchatmen. Durchatmen. Nicht waghalsige Manöver, die den Puls auf 180 bringen. Sowas bitte nicht. Du. Schnapp dir den Stern. Boah. Komm schon, das schaffen wir. Los. Ja, komm schon. Komm schon. Ja. Okay. Es läuft. Jetzt schnell hier hoch, das packe ich auch, das packe ich. Nein, du Trottel. Komm schon. Ja. Okay. Bam. 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 Nein, was tust du? Du Dummkopf. Okay, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ich habe übrigens herausgefunden, dass man hier... sich noch eine Katzenglocke holen kann und sorry, wenn ich gerade noch ein klein wenig warte, bevor ich weitergehe. So. Ja. Jetzt scheißegal, ich geh jetzt hier hoch. Ja. Was haben wir hier? Noch eine. Okay. So, was haben wir hier? Okay, das Spiel wieder. Das war auch einfach. Das ist eigentlich sogar recht geschenkt. Wenn man sich in der total blöd anstellt, dann... Ja. Oh, ein geschenkter Stern, danke. Was muss man hier machen? Komm schon. Du kleiner. Nein, jetzt kann ich den doch gar nicht mehr kriegen, oder? Ach, weißt du was? Oh, du legst mich doch am Arsch. Leg mich doch am Arsch. Leg mich doch am Arsch. Mann! Naja, 15 haben wir. Bis gleich.
So. Hier sind wir dann auch wieder. Ich tue mal noch ein klein wenig von der letzten Stage mit reinschneiden. Ihr habt schon bemerkt, so einfach, dass der Spielfluss etwas, ja, sagen wir mal, flüssiger ist. Du. Na, wie macht man denn das? Ja, so, okay. Okay, der 16. Stern. Oh nein. Wie fies. Na ja, komm schon. Ja, ey, lauf doch nicht gegen die Wand. Hallo, es geht hier um... Nein! Oh! Ja, ich hab's geschafft. Oh ja, sorry, es ist wirklich so schlimm, wenn man merkt, oh, dass man es geschafft hat und dann ist das Mikrokabel abgefallen. Jetzt gibt den Stern her. Okay. So. So. Ist jetzt egal. Man würde hier bestimmt auch sonst irgendwie hier hinkommen. Ja, und das bringt mich dann wahrscheinlich hier irgendwie nach oben oder so. Keine Ahnung. Wir haben es halt einfach mit Klettern gemacht. Also, sorry, dass ich jetzt kurzzeitig hier nicht sprechen konnte. Und das ist das, denn ich schon wieder... Nein. Okay. Nein, 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 das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. So, und, eins, ach komm schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Scheißegal, komm schon, ja, okay. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Los, komm schon, was kommt jetzt? Das da. So, das weg. Komm schon. Jetzt mach. Ja. Auch das haben wir geschafft, okay. Ah, schnell. Nein, komm schon. So. Okay, also es läuft echt. So, komm schon. So, der war doch hier irgendwo links, oder? Ja, gut. Gut ist. Komm schon, nur noch. Ah, komm schon. Komm schon. Ja. Okay, okay. Noch drei Sterne. Das schaffst du. Oh je. Ach du Scheiße. Ah. Ja, noch zwei Sterne, komm schon. Bum bum. Ja. Okay, los. Gib den Stern her. So, jetzt der letzte Stern. Komm schon. Komm schon. Oh, ja. Ja, das ist der Stempel. Ja. Komm schon. Ja. Oh. Boah. Also, du lieber Scholli, du. Wir erhalten den Stern. Und damit haben wir das Rätselhaus geschafft. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe gestern Abend nichts mehr auf die Reihe gebracht. Ich habe es dann einfach ruhen lassen und habe dann heute Mittag wieder angefangen es zu versuchen. Und dann hat es geklappt und sogar recht in einem Zug, wie ich finde. Und jetzt will ich euch natürlich noch aufklären, was dieses M da bedeutet. Ihr seht, das sind 5 Quadrate. Und immer wenn man das Level mit einem Charakter abschließt, dann erscheint sein Quadrat dort. Ich gehe hier mal kurz in die erste Welt. Ihr seht schon, ich habe hier schon mal ein klein wenig, sag ich mal, vorgespielt. Und dann erhält man diese Katzenpfote. Da, wenn man alles einer Welt geschafft hat, für Welt 1 und 2 habe ich das schon geschafft. So, jetzt ist natürlich die Frage, erhält man was, wenn man jedes Level mit jedem Charakter durchspielt? Und die Antwort ist ja. Es gibt noch genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stempel. Den letzten Stempel, also den unter der Zielflagge, den erhält man, wenn man das letzte Level schafft. Und die anderen 5 erhält man jeweils, wenn man mit einem Charakter jedes Level schafft. Also sprich,
Da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor mir und ich denke mal, das ist auch der Inhalt des Bonusparts, eben euch diese 5 Charaktere zu zeigen. Genau. So, dann war es das natürlich von diesem Part. Das nächste Mal, jetzt ich zeige euch nochmal kurz, wo Weltkrone liegt, nämlich ganz hier oben. Das nächste Mal geht's hier über den Weg der Champions. Weltkrone, Krone. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.